der beiden Fahrzeuge nicht startet. Dann haben die Teams 15 Minuten Zeit, das Ganze hinzukriegen, das Ganze zum Laufen zu kriegen. Und danach muss das Bike definitiv anspringen und muss auch auf eigene Kraft dann hier durch die Hallen fahren können. Und ihr könnt jetzt schon mit abstimmen, welches Motorrad hier das coolere von den beiden ist. Die Milwaukee 8 aus Holland von Southeast Motorcycles mit den wirklich toll handgearbeiteten Blechteilen, mit Originalrahmen und den neuen. Ist er schon an? Ja, läuft auf jeden Fall. Und da gibt es jetzt noch ein Knöpfchen. Ah. Siehst du, da bläst da hin glatt die Flyer weg. Auf für euch. Herzlichen Glückwunsch. Beide Bikes laufen.